Im Endspurt des Landtagswahlkampfes in Rheinland-Pfalz vor der Wahl am Sonntag setzt die regierende SPD weiter stark auf die Popularität ihrer Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die 60-jährige Juristin arbeitet seit 8 Jahren als Ministerpräsidentin in Mainz, seit 2016 als klare Wahlsiegerin an der Spitze einer sogenannten Ampelkoalition von SPD, FDP und Grünen. Sie zeigt sich zufrieden mit dieser Konstellation. Also ich finde, man kann auf unser Land sehr gut schauen, weil die Ampelkoalition hat wirklich super funktioniert. Also nicht nur, weil wir uns sehr vertraut haben, sondern wir haben uns auch gute Ziele vorgenommen und wir haben sie auch reibungslos umgesetzt bis zur letzten Minute, wo wir zusammen regieren, wird das auch so sein. Insofern ist das sicherlich auch ein Modell, es ist eine Option, die man hat. Malu Dreyer könnte auch diesmal wieder das Zugpferd für die SPD hier sein, wie die sehr auf sie als Person zugeschnittenen Wahlplakate zeigen. Ihr Programm für die Zeit nach einer etwaigen Wiederwahl skizziert sie wie folgt. Also ich wünsche mir natürlich am allerstärksten, dass wir die Pandemie gut bestehen und dass wir dann auch stark aus dieser Krise herauskommen. Dann wird es darauf ankommen, die großen Herausforderungen dieser Gesellschaft weiter zu begleiten. Und die heißen nun mal Digitalisierung, sie heißen Klimawandel. Und das betrifft alle Bereiche unserer Gesellschaft. Die Bildung, das ist ganz offensichtlich inzwischen geworden. Da ist das Thema digitales Lernen und Lehren natürlich ein großer, großer Schwerpunkt auch für die Zukunft. Laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer liegt in Rheinland-Pfalz die SPD mit Malu Dreyer vorne mit 33%. Es folgen die CDU mit 29%, die Grünen mit 11%, die AfD mit 9%, die FDP mit 7% und die Linke mit 3%. In dieser Umfrage erreichten sonstige 8%.